So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Play. Jo, wir hängen immer noch bei der gelben Edition ab. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Ich weiß absolut nicht mehr, wo wir waren. Den Diktatunnel haben wir, glaube ich, schon durch. Waren wir schon oben bei der City? Mal gucken. Oh, wir sind tatsächlich sogar schon an der nächsten Höhle. Okay. Oh, wir haben vergessen, uns ein Rad zu holen. Fängt ja gut an. Blitz haben wir. Haben wir Blitz schon? Speedpool Pikachu? Ja. Ha, geh ich doch mal zurück. Boah, ganz ehrlich, ein Rad brauchen wir eigentlich nicht. Nicht wirklich. Von daher würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal. Okay, die Dame haben wir noch nicht. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Tja, da machst du irgendwas falsch. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pummeluff. Oh Gott. Bitte nicht einschläfern. Ah, Gesang. Ach, scheiße, die Matte. Naja, wir sind das zum Glück neben einem Pokémon Center. Ja. Ist klar. Vielleicht sollten wir, wenn wir gegen Pummeluff kämpfen oder gegen ein Pummeluff kämpfen, auch zuerst Gesang einsetzen. Also Schlafpuder. Hehe, wenn man vom Teufel spricht. Schlafpuder wurde gerade blockiert. Na gut, brauchen wir auch nicht mehr. Und wenn wir mal wieder am Zug sind, irgendwann mal in 30 Zügen, machen wir nochmal Konfusion und dann. Geht doch! Endlich können wir angreifen hier. Oh ja, gerade mal 20 Punkte verloren. Aber leider auch, ich weiß gar nicht. Komm, gib mich. Ach. Wir können auch Psystrahl benutzen, fällt mir gerade ein. Ach egal, war Volltreffer. Sehr schön. Weil Pipi kann ja auch Gesang. Glaube. Weiß ich gerade gar nicht. Oh, Level 38. Nein, nicht schon wieder. Ace gewinnt. Wieso schon wieder? War doch gerade gar keine Pokémon-Arena. Ich weiß gar nicht, was sie hat. So, hier wird's dunkel. Hier brauchen wir tatsächlich mal Blitz. Denn das macht das Ganze heller. Wurde uns ja. Was? Ein paar Mal auf die Nase gedingst hat. Ein Kleinstein. Zum Glück eins der schwächsten Gegner für uns jetzt. Ja. Okay, ein Trainer ist da und da ist nichts. Ganz ehrlich, in Höhlen überlege ich ehrlich gesagt immer, ob ich nicht einfach immer flüchte. Weil das Problem ist, die Pokémon bringen uns halt kaum was, verschlingen aber unglaublich viele AP. Deswegen, wenn ich privat spiele, dann flüchte ich bei Höhlen einfach generell vor irgendwelchen Wildkämpfen. So, geht hier unten weiter, sehr schön. Meine Pokémon wollen kämpfen, los geht's! Kannst du die Pokémon-Sprache oder was? Ach, ein Poneminiac. Ich habe wahrscheinlich das falsche Zeug geraucht. Oh, ein Tragosso. Tragosso ist ja irgendwie ein Spezi. Ich nehme einfach die Schussstrahl. Ich weiß gerade nicht, ob Tragosso irgendwas Spezielles kann, weil ist ja so ein spezieller Pokémon, keine Ahnung was. Sicher ist sicher. Tragosso wurde besiegt. Und Phlegmon. Oh, da auf jeden Fall Psystrahl. Weil Phlegmon kann ein paar auch. Ne? Ja, siehst du. Selbst Psystrahl braucht mehrere Versuche.
Ach schade, ich dachte Volltreffer. Oh, noch einmal Fühlstrahl. Ich hab's geschafft. Yay. So, 500 EP. Ja, leck mich am Arsch. Game over. Ich gewinne 1500. Übrigens könnt ihr mal sagen, in die Kommentare schreiben, oder wenn der Geier was. Ich habe sowieso vor, ne, jetzt Pokémon Gelb zu spielen, danach Pokémon Kristall und danach den Smaragd. Wenn ihr wollt, können wir die Sache natürlich auch parallel spielen, dass ich sage, okay, eine Woche Gelb, eine Woche Kristall, eine Woche Smaragd, dann wieder Gelb, Kristall, Smaragd, Gelb, Kristall, Smaragd, lalalala. Ne? Also wenn ihr da Bedarf besteht. Mal gucken. Ich meine jetzt gut, Pokémon ist ja sowieso nicht eins der spannendsten Spiele. Ich bin sowieso am überlegen, ob sich das Ganze als Let's Play überhaupt lohnt. Weil ganz ehrlich, Pokémon ist halt eher ein Grind-Spiel, da trainierst du halt die meiste Zeit. Aber ganz ehrlich, bei Mindset machen wir auch fast nichts anderes als die ganze Zeit in den Höhlen rumlaufen. Von daher ist das vom Spannzeitslevel irgendwie schon alles auf gleichem Niveau. So. Ein Leiter. Achso, ich gab jetzt gerade noch einen. Glaube nicht, ne? Keine Items? Speichere schon mal ganz kurz und gehen wir nochmal zurück. Gibt hier echt keine Items irgendwie? Ja, komm. Tatsächlich. Heute ist die Höhle klein. Ah, gut. Und da spricht der nächste Trainer. So, wie viel AP haben wir eigentlich noch? Ach komm, ganz ehrlich. Level 18 Pokémon sind sowieso nicht wirklich viel. So bezeichne ich gern Pokémon. Ich meine gut, wir können auch eigentlich, wenn wir gegen wilde Pokémon kämpfen, irgendwelche anderen Pokémon mal einsetzen. Pokémonik möchte kämpfen. Boah, wir haben jetzt zum Beispiel noch... Ach du Scheiße. Wir haben jetzt zum Beispiel noch ein Pikachu. Das später vielleicht noch wichtig werden könnte. Jetzt ist es natürlich auch so, wir können Pikachu auch später noch trainieren. Das ist dann definitiv effizienter. Als es jetzt schon zu trainieren. Was? Du Hurensohn. Komm, geh erstmal schlafen hier. Was? Keine Wirkung. Leck mich doch. Dann halt Süßstrahl direkt. Hier kommt. Braucht aber eh noch mehr als einen Angriff, oder? Ja. Ach, scheiße. Aua, 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 aua. Das tut ja weh. Und das ist nämlich genau der Grund, weswegen wir später auch noch einen Pikachu brauchen werden. Weil es gibt halt Pokémon tatsächlich, gegen die ist Konfusion und so nicht sehr effektiv. Sind nicht viele Pokémon, eigentlich nur Typ Psycho und Typ... Da weiß ich gerade gar nicht. Psycho und Geist. Da, wobei gegen Geist ist Konfusion eigentlich auch relativ gut. Also jetzt zumindest nicht schlecht. Ich meine... Haben wir schon die Geister-Pokémon gekämpft? Will ich das gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es halt ein paar Pokémon, das ist nicht ganz so effektiv und da wäre es dann durchaus noch vorteilhaft, ein Pokémon von einem anderen Typ zu haben, der dann quasi in dem Moment, wenn Konfusion nicht funktioniert, dann übernehmen kann. Und da ist halt Pikachu mit Donnerblitz halt relativ, ne? Auch relativ kräftig. Weil bei den Pokémon, wo Konfusion und so nichts bringt, bringt denn dafür Blitz meistens was. Yay, 160 EP! So, da wartet schon die nächste Dame auf uns. Doink. Da hat der eiskalten Ausrufezeichen. Ich komme nicht oft hierher, aber ich will kämpfen. Okay. Quatschen, möchte kämpfen. Ja, hat sie uns gerade schon gesagt. Mirakler. Na los. Leichte Beute. Noch 16 AP, okay.
Ich meine, für den Fall, dass Konfusion wirklich irgendwann, oh, 370, wirklich irgendwann nicht mehr, ne, keine AP mehr hat, haben wir immerhin noch Psy-Strahl, haben wir auch noch ein bisschen AP. Ist auf den meisten Pokémon noch overpowered da. Aber was soll's. Yay! Oh, ich habe verloren! 400 Yen, ist ja nicht gerade sehr viel. Aber hier gibt's keine Items in der Höhle, was ist denn hier los? Nur Trainer. Möchtest du was über Spaßvögel erfahren? Hä? Bist du jetzt eine oder was? Pokémonik möchte kämpfen. Oh, Glumanda. Mhm. Ey, stimmt, die gerade eben hatte Bisasam. Jetzt kommt Glumanda. Wow. Achso, Volltreffer. Wollte gerade sagen, warum so effektiv. Vielleicht können wir auch noch gegen Shiki. Aha. Zweitbereich 300 EP erhält. Tragosso. Mal gucken, ob Konfusion auch bei Tragosso funktioniert. Ah, tatsächlich nicht. Siehst du, war das doch gut, dass wir den letzten Psy-Strahl benutzt haben. EP. Yay! Oh, ich freue mich schon so, wenn wir Pokémon Kristall spielen, wenn wir auch so einen EP-Balken haben und sehen, wann sich das Ding weiterentwickelt. 1000 Yen, leck mich am Arsch. Wir sind reich. Oh Gott. Ein Zubat. So, wollen wir mal gucken. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem anderen Pokémon? Pikachu, Level 27. Na gut, könnte tatsächlich was werden. Mal gucken. Ja klar, verwirrt. Greife ich das Viecher gerade jetzt selber an. Ja. Ja klar. Ist klar. Wenn andere Pokémon verwirrt sind, greifen die immer uns an. Wenn wir verwirrt sind, greifen wir uns immer uns selber an. Ja komm, wirklich. Okay, das war's denn. Das heißt, wir würden Pokémon einfach flüchten. Alles andere macht keinen Sinn. Das ist ja schlimm hier. So, da ist ein Trainer. Da ist noch ein Trainer. Achso, ist hier Kreisverkehr, glaube ich. Dann machen wir erstmal den unteren hier. So ungefähr. Meine Pokémon wird dich das fürchten lernen. Okay. Ein Pokémon, ein Kleinstein. Interessant. Okay, wir haben mittlerweile schon mehr als die Hälfte an KP verloren. Warum das denn? Naja, durch die ganze... Komm mal! Okay. Ja gut, normalerweise würde man eine Chiki einsetzen, allerdings ist das gerade mal Level 10. Machen wir mal die Texo. Einmal Blut sollte passen. Bumm. Tja, dann müssen wir tatsächlich doch schon ein Pokémon Center. 40 EP, perfekt so recht Level 28. Ich gebe auf, du bist besser. Ja, will ich jetzt so pauschal nicht, Gott, jetzt nicht sagen, aber wenn du der Meinung bist, also. Was? Achso. Dachte, Glumanda ist am Anfang. Glaube ich jetzt überhaupt richtig? Ich hoffe es doch. Ein wildes Onix. Funktioniert das? Nicht so. Schade eigentlich. Bin ich hier richtig? Alter, wie viele Pokémon? Das gibt's doch gar nicht. Habe ich den ganzen Pokémon-Trainer hier schon gekämpft?
Kommt mir gerade so viel, ist da bekannt los? Doch, tatsächlich. Lol. Genau, okay, hier ist der Eingang wieder, genau. Nach links. Hey, Mineschen. Tja, aber das heißt vor allen Dingen eins, wir müssen unser Smetbo echt noch ein bisschen trainieren. Ja, das ist halt, weil wir halt am Anfang mit allen Pokémon gekämpft haben und dementsprechend Smetbo weniger Training hatte, als es hätte haben können. Das macht sich dann natürlich jetzt schon bemerkbar. Ich meine, gut, wir haben meistens fast das doppelte Level als die Gegner. Aber wir haben dafür auch nur ein einziges Pokémon, das relativ stark ist. Das heißt, unserem großen Level-Vorsprung ist es zu verdanken, dass wir überhaupt so stark sind. Aber halt noch nicht stark genug. Jetzt muss man eiskalt. Oh Gott, schon wieder Blitz. Pikachu. Dankeschön. Immer diese random Encounter hier. Eigentlich, ganz ehrlich. Nee, es macht keinen Sinn. Ich wollte gerade überlegen, ob wir quasi Shiki an Spitze setzen. Oder quasi bei wilden Pokémon, wenn es halt Kleinstein ist, weil dann ist Shiki relativ effektiv, quasi um Shiki ein bisschen zu trainieren. Das Problem ist, es kommt ja nicht immer nur Kleinstein, sondern halt auch Zuba zum Beispiel. Und dann müsste ich wechseln und das, dann habe ich wieder verloren und. Nee. Mann. Wie gesagt, die anderen Pokémon trainieren machen wir später dann mal. Und zwar auf die effektive Art und Weise, das heißt gegen sehr starke Pokémon kämpfen. Mit unseren schwachen Pokémon vorreiten und dann quasi gegen starke Pokémon einwechseln. Also andersrum. Dass quasi unsere starken Pokémon dann die Gegner besiegen und die schwachen Pokémon quasi dann auch EP bekommen. Aber das, wie gesagt, ist erst kurz vor der Liga, denn erst da macht das wirklich Sinn. Alles, was davor kommt, sollten wir mit Smetbo einigermaßen schaffen. Zumindest, wenn wir uns jetzt auch auf Smetbo konzentrieren. So, jetzt muss ich hier nach unten. Ach ja. Ich habe auch schon mal überlegt, ob wir hier quasi durchweg auf doppelte Geschwindigkeit spielen. Ich meine, das würde zwar in dem Moment natürlich ein bisschen spannender werden, weil ne, wenn es viel zu schnell läuft, ist es halt nicht so, aber das Problem ist halt, ich bin halt mit Sound und der ist dann auch schneller. Das klingt dann wie Nightcore. Wie Hard Nightcore. Also Core Nightcore. Nightcore Core. Was? Ja. Von daher. Nein. Mit Level 20 Pokémon gebe ich mich jetzt hier nicht ab. So, gegen den linken Typ haben wir schon gekämpft. Das heißt, wir können jetzt nach oben gehen. Weg. So, genau. Den haben wir gekämpft. Genau. Da ist ein Speicher, aber ganz kurz hier. Hallo. Konnichiwa. Zeig mir, was du drauf hast. Ich gar nichts, aber meine Pokémon hoffentlich. Wanderer hat zwei Pokémon. Einmal Hollow. So, dann zeig mal, was Konfusion kann. Sollte er gleich klappen? Jawohl. Und Onix, da sollte Konfusion auch klappen. Da sehe ich ehrlich gesagt kein Problem. Sehr schön. Oh, 460 EP. Und wir erreichen Level 39. Jo, leck mir am Arsch. Haben wir jetzt in der Folge schon zwei Level bekommen? Gut, ist jetzt auch nicht so viel. Okay, mehr ist hier unten auch nicht.
Außer natürlich wildes Pokémon. Egg. Du verbrauchst nur AP. AP sind teuer. Alter, direkt das nächste. Hermination. Wir können mal Nee. Ach, Mann. Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal Chigi einwechseln, aber alleine beim Einwechseln ist dann erst Onyx, Kleinstein dran. Und da er das doppelte Level hat als wir, besiegt der Chigi halt einfach direkt sofort. Das funktioniert so mit Trainieren also nicht. Von daher. Ach, Kacke, ey. Smetwo können wir nicht benutzen, oder sollten wir nicht benutzen, weil wir da AP verschwenden. Und alle anderen Pokémon können wir nicht benutzen, weil wir sie einwechseln müssten und dafür zu schwach sind. Was denn mit dir, mein Lieber? Hast du Lust zu kämpfen? Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Ja, frag dein Navi. Sehe ich aus wie ein TomTom oder was? Wanderer möchte kämpfen. Ein Onix. Mal schauen, ob wir in der Folge die Höhle komplett schaffen. 460 EP, das ist ja schön, noch ein Onix. Ist ja hässlich. Wisst ihr, so sollte das normalerweise laufen. Wir kriegen keinen Schaden. Genau so. Alles, was wir verbrauchen, ist AP. Yay! Halleluja, wo bin ich? Wo geht es nach draußen? Oh, 700 Yen. Ach, folgen Sie mir einfach, mein Herr. Ich bin gerade auf dem Weg nach draußen. So, hier oben war noch einer. Ja. Hallo. Danke. Dieser Tunnel ist verdammt lang. Oh, geht einigermaßen. Wanderer möchte kämpfen. Ein Kleinstein. Der ist Level 19 gerade mal. Warum entwickeln die sich zurück? Oh, okay. Dafür hat er aber auch 4 Pokémon. Das heißt, wir verbrauchen 4 AP. Irgendwie schön, ne? Alles, worüber ich mir Sorgen mache im Kämpfen, sind meine AP. Alles andere ist mir vollkommen egal. Ah, Gott. Wo sind wir hingekommen? Was ist passiert? Ja. Volltreffer. Ah ja. Es ist eigentlich jeder Treffer ein Volltreffer, aber egal. Oha, du hast gewonnen. Es gibt 600 Yen. Willst du mich verarschen, Digga? Ist ja nicht mal Taschengeld. Genau, nach links geht es nicht. Das heißt, wir können jetzt nur noch rechts. Und ein Zubat. Auch Level 19. Warum sind hier die wilden Pokémon genauso stark wie die von den Trainern? Normalerweise sind doch die von Trainern höher gelevelt. Hier ist noch einer. Nur nicht auf, bloß nicht auf die E-Taste kommen hier. Ist nämlich bei mir die Speed-Taste. Da finde ich immer ein bisschen scheiße. Und zwar so hier. Hardcore. So, Flucht, genau. So. Ach, da ist eine Treppe. Eine Leiter. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Digga, ich hab gar nichts gesagt. Oder sollte ich etwa jetzt jeden Fremden hier mit Sir anreden oder was? Wanderer möchte kämpfen. Ein Kleinstein. Oh, Level 21. Naja, immerhin. Gero. Level 21. Sollte mit Konfusion eigentlich auch klappen, oder? Ah, scheiße. Okay. Leider sieht man halt nicht, wie viele KP die Gegner haben, ne? Von daher kann man das immer nur so erraten. Und ich dachte halt, ne, Georg, gleiches Level wie Kleinstein, hat also ungefähr genauso viel KP. Aber entweder hatte das halt doch mehr KP als Kleinstein im gleichen Level, oder aber unsere Attacke bringt weniger, wobei ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Weil es ja beides Typ Gestein. Von daher sollte das eigentlich keinen Unterschied machen.
Wobei ja eben, Georok ist doch die Weiterentwicklung von Kleinstein. Vielleicht deswegen, dass er quasi im gleichen Level trotzdem mehr KP hat. Quasi das. Ja, der Weiterentwicklungsbonus quasi. Ich finde sowieso irgendwie immer lachhaft, dass die Trainer von einem und demselben Pokémon verschiedene Entwicklungen haben, aber alle auf dem gleichen Level. Das macht halt so überhaupt keinen Sinn. Ich wollte speichern. Hallo? Da. Wisst ihr, wenn die schon von einem Pokémon verschiedene Entwicklungen haben, der sollte wenigstens auch mindestens einen Level-Unterschied haben, ja? Aber alles gleiche Level, aber dann verschiedene Entwicklungsstufen. Das ist halt so wirklich komplett why. Warum? Das ist, ja. Aber gut, ich meine, die Logik der Trainer ist sowieso teilweise unergründlich. Okay, hier oben ist gar nichts. Ah. Außer 20.000 Pokémon. Danke dafür. Wie lange ist der Tunnel eigentlich noch? Ich wollte eigentlich jetzt Folgenpause machen. Halbe Stunde schon fast rum. Na, geht auch nicht weiter. Ach, da geht's weiter. Okay, komm, ich glaube mal, unten rechts war auch schon wieder ein Trainer zu sehen. Das heißt, der Tunnel dürfte noch ein bisschen gehen. Ich mache dann doch erstmal wahrscheinlich dann doch Folgenpause. Wer weiß, wie lange dieser Tunnel hier noch geht. Hallo? Nein! Boah, Alter, ich will immer mit Escape ins Menü, obwohl es ja die Starttaste ist. Also quasi nicht die B-Taste, weil Escape ist ja wie die B-Taste und Leertaste ist die A-Taste, aber ist auch egal. Habe ich das gespeichert? Ich speichere einfach mal. So. Von daher muss ich quasi bei mir immer die Enter-Taste drücken, um ins Menü zu kommen. Drück aber aus Gewohnheit von meinem Test und so immer die Escape-Taste. Das funktioniert aber nicht. Na gut, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge.